Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar machen wir heute ein Kitting-Up von einem Bild, einem Karat-Art-Bild, was ich vor kurzem vorgestellt habe, wo ich gesagt habe, ja, das kommt in meine Jahresroutine mit rein. Und das werden wir dann jetzt vorbereiten. Wir werden auch ein bisschen painten. Ich wollte das heute schon den ganzen Tag machen, aber mir ist was dazwischen gekommen. Ich wollte eigentlich nur painten, nichts anderes tun. Aber dann hieß es gestern von Freunden, sie ziehen um. Ich hatte immer gesagt, ja, wenn was ist, gebt Bescheid, dann helfe ich euch. Und dann hieß es spontan, ja, hättest du morgen Zeit? Ja, ich sagte, ja gut, THW fällt aus, also haben wir ein bisschen Umzug geholfen. Und ja, jetzt ist es mittlerweile fast 7:45. Das heißt, ein bisschen Licht haben wir noch, vielleicht wird es dann wieder schummerlicht. Aber ich möchte dieses Kitting-Up einfach heute drehen. Ich habe so Lust dazu. Deswegen ist jetzt auch egal. Selbst wenn wir dann später kein Tageslicht mehr haben, das ziehe ich jetzt heute Abend durch, weil da habe ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut. Das macht man jetzt. Ich habe mir hier auch zwei Koffer hingelegt, weil ich glaube, wir haben relativ viele Farben bei dem Bild. Dass ein 60er Koffer nicht ausreicht, deswegen habe ich noch einen 30er Koffer dazu genommen. Ja, die legen wir erstmal kurz zur Seite. Mein kleiner Trash-Mülleimer steht auch schon da. Da, man weiß nie, wofür man ihn braucht. Und das ist unser Bild. Wir holen es mal kurz raus. Da seht ihr vielleicht auch noch mal ganz kurz das Motiv. Das ist Garden von Maho Shoyu. Und erstmal aufbekommen und rausgenommen. Alles noch gut verpackt. Wir hatten ja auch schon eine kleine Paintprobe gemacht mit dem Bild. Und ja, jetzt muss es einfach sein. Ich hatte so Lust, die Tage schon mal wieder ein Kitting abzumachen, einfach ein Bild vorzubereiten. Obwohl ich noch so viele Kitting Down machen müsste. Aber ja, ein Kitting Up mag ich einfach viel mehr als ein Kitting Down. Deswegen ich mache jetzt heute das, worauf ich Lust habe. Und zwar, da haben wir es nochmal. Unser schönes Bild. Garden. Ist einfach so schön. Na, man sieht es hier auch schon. Das ist einfach super gepixelt. Und ich glaube, das war auch relativ schnell ausverkauft. Nur ein paar Stunden, nachdem das in den Shop gekommen ist, war das, glaube ich, auch schon wieder vergriffen. Und ist einfach so, so schön. Und deswegen werden wir uns heute die Legende schnappen, unsere Steinchen. Und ja, dann machen wir vielleicht später auch noch ein kleines bisschen hier oben weiter, wo wir ja schon eine Paintprobe gemacht haben. Für die, die das Video nicht gesehen haben, da seht ihr nochmal, wie schön die Qualität ist. Na, da freut man sich dann natürlich auch drauf. Und ja, ich bereite jetzt alles soweit vor. Hol euch dann noch ein bisschen weiter runter und dann machen wir ein bisschen Kitting ab, quasseln ein bisschen. Und ich habe noch Post bekommen, das gucken wir uns auch noch heute mit an. Jetzt sitze ich. Ich räume das hier mal noch ganz kurz weg, denn wir schauen mal ganz kurz hier rein. Die liebe Doro hat mir was zugeschickt, denn sie hat ein Bild von DAC mit runden Steinchen gepaintet und hat mir die Steinchen zugeschickt, denn ich hebe mir ja Steinchen auf und gerade Steinchen mit guter Qualität, ja, na wie gesagt, natürlich möchte ich die Steinchen sehr gerne haben, bevor sie weggeschmissen werden oder was auch immer. Und die hat sie mir jetzt dann zugeschickt und ja, auch eine kleine Eulenpost für Jule. Schaut mal, wie süß. Muss ich jetzt mal direkt reingucken. Ich gucke erst mal. Ach hier, du darfst die Karte gerne vorlesen, falls du ein Video machst. Musst aber nicht. Aber natürlich zeigen wir die Karte. Das ist immer gut. Ich frage auch immer vorher, wenn ich mal Post bekomme, ob ich das im Video zeigen darf. Das ist mir immer ganz wichtig. Und, oh, es ist, oh, schaut es euch an. Ist das süß. Also ich liebe ja solche Karten. Ich habe ja jetzt schon ein paar schöne bekommen und die habe ich alle noch. Stehen auch an meinem PC, so dass man sie sieht. Und schaut mal, wie süß das ist. Eulenpost. So schön gemacht. Ne? Also ich mag solche selbstgemachten Karten total gern. Und schaut euch die Farben an. Es ist total meins, dieses schöne Mint.
Und die Eule sieht ja auch mal sowas von niedlich aus. Und vor allen Dingen Eulenpost, das ist. Ah, du Liebe. Danke dir. Richtig, richtig süß. Liebe Jule, danke für alle schönen Videos und die Zeit und Liebe zum Detail, die du darin investierst. Ich schaue deine Videos sehr gerne und freue mich immer wieder darauf, wieder auf Neues. Für deinen weiteren Weg alles Liebe, gute Genesung weiterhin. Dazu drücke ich dir von Herzen alle Daumen. Viel Spaß weiterhin mit Diamond Painting. Dazu ein kleiner Beitrag zu deiner Steinesammlung und noch ein paar Kleinigkeiten. Ganz liebe Grüße, Doro. Richtig süß. Und auch wieder eine richtig schöne Handschrift, finde ich. Ja, ich habe immer eine ziemliche Krakelschrift. Und oh, so süß. Und diese süße Karte kommt auf jeden Fall mit zu meiner kleinen Sammlung, die ich ja, bei mir an meinem PC habe. Richtig, richtig schön. Also das sieht man auch, ne? Ein bisschen Leo-Look. So schön. Das freut mich. Ich merke gerade, ich bin ziemlich berührt. Ja, so, wir auch wie die Säpfel eingepackt. Wir packen das hier mal aus. Da sind die Steinchen. Und dann haben wir hier noch, boah, schaut mal, das sind diese schönen Pinzetten, die in dem Kalender von DPD, glaube ich, mit dabei waren. Also ich weiß nicht, ob die jetzt auch von dem Kalender von DPD sind, aber in dem Kalender waren auch solche mit diesen Löchlein und die finde ich richtig gut. Wir werden mal auf jeden Fall im Bild heute noch mal ausprobieren. Ihr wisst, ich setze auch gerne mal mit Pinzette und so. Und die sind auf jeden Fall echt mega hochwertig. Mag ich total. Dann haben wir hier, schaut mal, von der lieben Heidi aus dem Shop. Die eignen sich auch perfekt als Needleminder, weil die sind sehr schön leicht und ja, sie sind so, so süß. Na, also kann man sowohl als Covermeister als auch als Needleminder zum Perlensticken nehmen. Oder normales Sticken, Kreuzstich zum Beispiel. Ja. Ich muss auch gestehen, ich habe mich vor kurzem in ein Bild von Heaven and Earth verliebt. Ich habe das gesehen von jemandem, der das in der Facebook-Gruppe gezeigt hat und mittlerweile habe ich es auch fertig gesehen und dieses Bild möchte ich mir irgendwann holen. Das gibt es bei Heat auch als Komplettset und ja, kostet allerdings um die 100 Euro. Ich werde es mir jetzt noch nicht kaufen, weil ich gerade auch gar nicht die Zeit dafür habe, aber irgendwann, wenn es für mich so an der Reihe ist, vielleicht so Richtung Ende Sommer, Herbst, wenn ich dann wieder ein bisschen weniger Gartenzeit habe, dass ich sage, ja, dann gönne ich mir das vielleicht mal so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich habe es gesehen, ich habe mich verliebt und ich habe den riesengroßen Drang, dieses Bild haben zu wollen. Und ja, so ein bisschen als Abwechslung werde ich mir das dann vielleicht auch gönnen, wie dieses eine schöne Perlenstickbild, was ich mir bei der Nadja geholt habe. Ja, auf jeden Fall, die zwei sind mega süß und oh, auch hier. Kann ich nur sagen. Große, große Liebe. Richtig, richtig toll. Ja. Liebe Doro, ganz, ganz vielen Dank für dein Liebespaketchen. Und das hier sind die Steine von dem Bild. Die sind rund. Und Leute, ganz ehrlich, die Steinchen von DAC sind einfach eine Wucht. Es ist einfach so. Da haben sogar die runden Steinchen Harzqualität, ne? Also nicht Harzqualität, die sind wirklich aus Harz. Und das ist einfach so schön. Sie hat mir hier auch gleich noch die Labels mit auf die Tüten drauf gemacht, damit ich auch die DMC-Nummer ordentlich habe. Und ja, übrigens, schaut ihr, auch hier sind ein paar Trocknertücher oder so Schnipsel von Trocknertüchern mit dabei. Perfekt. Weil Harzsteinchen sind öfter mal elektrostatisch geladen.
Na, und ihr habt das ja auch schon ein paar Mal bei mir gesehen. Nehmt einfach so ein bisschen trockener Tücherschnipsel. Das hilft perfekt. Ne? Gerade wenn man Zipptütchen hat, geht das richtig, richtig gut. Und oh, schaut mal, das sind auch wieder AB-Steinchen mit dabei. Voll schön. Und guckt euch die Farbe hier unten an. So ein schönes Grün. Absolut meins. Ja, die werden wir mal einsortieren. Vielleicht nehme ich euch damit. Weil ich habe schon wieder ziemlich viele Steinchen zum Einsortieren. Ich muss auch noch einige Kitting Downs machen. Das heißt, irgendwann muss ich mich bald mal wieder mit meiner Steinchensammlung befassen und die einfach mal ordentlich, ja, einfach mehr Ordnung reinbringen. Das sieht bei mir gerade alles noch ein bisschen sehr, sehr chaotisch aus, gebe ich zu. Ja. So, und wen haben wir denn hier? Timmy. Na. Timmy, man sieht dich eh nicht, aber du darfst mal winken. Hallo. Aber du weißt doch, auf meinem Bild hast du nichts zu suchen. Ja, und ich kann dich jetzt auch nicht auf meinem Schoß sitzen lassen. Er, ja, ich sag, er darf jetzt nicht mehr auf meinem Schoß sitzen. Und was macht er? Er sitzt mir gerade, ja, auf der Schulter. Timmchen, kannst du mal runtergehen? Katzenbashing. So. Okay. So, das stellen wir jetzt mal runter. Und kannst du dir mal angucken, Timmy. Meine Karte lege ich mal hier schön zur Seite. Und das tun wir mal in eine kleine Schublade hier am Tisch. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal über unsere Kitting Up her von Karat Art. Das schöne Bild mit dem Titel Garten von Maho Shoyu. Wir haben eckige Steinchen. Das Bild ist 55 mal 72 cm groß von Karat Art und es hat 67 Farben. Deswegen einfach nochmal einen 30er Koffer mit dazu und die restlichen 23 Döschen, die werde ich vielleicht einfach mit Farben auffüllen, ja, die in ein Döschen nicht reinpassen. Ich werde einfach mal sehen, wie ich das mache. Vielleicht lasse ich auch erstmal die Steinchen in den Zipptütchen dann drin. Ich mache das immer je nachdem, wie es mir gerade passt. Ja, okay, wir brauchen noch eine Schere, denn ich schneide, wenn ich ehrlich bin. Ach, Katze. Ich muss den Karton jetzt doch wegstellen, weil Kumi versucht sich in diesen kleinen Karton da rein zu quetschen und meint da auch noch drin rumschauen zu müssen. Bitte, gehst du noch kurz raus? Okay. Deswegen mache ich den jetzt zu. Und leg den mal beiseite. Aber das haben wir jetzt schon. Ja, also worum Schere? Ich schneide mir hier die Nummerierung ab. Die brauche ich nicht, weil das sonst nicht mehr ganz auf meine Döschen passt. Deswegen machen wir das einfach mal so. Die Nummerierung ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Ich gehe ja eh nach DMC und dann passt mir das ganz gut. Das heben wir uns hier natürlich auf, weil das kommt dann wieder in mein Logbuch. Das Logbuch füllen wir heute mal noch nicht aus. Machen wir vielleicht mal ein andermal in einem Paint with Me. Aber ich habe mir noch nichts Passendes ausgedruckt dazu. Deswegen heute mal so. Auf jeden Fall wird das jetzt hier ein Jahresprojekt von mir. Also was heißt Jahresprojekt? Ich möchte es dieses Jahr auf jeden Fall fertigstellen. Es wird jetzt kein Hauptprojekt. Es ist so ein Projekt, immer wenn ich mal Lust dazu habe, werde ich mir das mal greifen und dann vielleicht einfach ein paar Tage dran arbeiten, immer mal so eine Bahn. Aber ich hatte jetzt wirklich so Lust dazu, dass das jetzt einfach so ein bisschen so jetzt am Wochenende mein ja, meine Aufgabe wird. Okay. Falls ihr es im Hintergrund rumpeln hört, Timmy spielt mit seinem Stinkekissen. Das ist ein Baldrian-Kissen. Ich habe allerdings ein schönes Baldrian-Kissen gefunden. Das ist ein bisschen kleiner und stinkt nicht ganz so sehr. Was ich sehr, sehr begrüße, weil Baldrian,
Oder diese Baldrian-Kissen von Katzen, gerade wenn sie die ein bisschen ansabbern, und das machen sie sehr gerne, die können mega stinken. Und das ist, ja, da muss man ein bisschen sich die Nase zuhalten, sozusagen. So, und den Koffer werden wir dann erst für die letzten Döschen brauchen. Aber wir nehmen jetzt mal den. Ja, ich habe mir einmal den Koffer ausgesucht und dann von den kleinen halt auch extra einen blau, dass ich es so ein bisschen gut verbinden kann. Und in die Döschen, die wir hier haben, das sind diese, passen halt, ich glaube, ungefähr 1200 Steinchen rein. So. Ja, wir haben hier aber eine ganze Menge Steinchen, weil, wie gesagt, das Bild ist auch recht groß. Eckige Steinchen, da werden wir auch wirklich gut was zu tun haben, denke ich. Und wir schauen mal, wo ist hier unser Anfang. Jetzt wird es erstmal ein bisschen Wärme geben. Und ich nehme mal hier die erste Fläche raus an Steinchen. Ich habe noch ein bisschen geguckt, dass die jetzt auch hier noch ein bisschen der DIN-C-Nummer nach geordnet sind. So, und dann würde ich sagen, wir legen los. Allerdings, Leute, was fehlt? Mein Trichter. Den Trichter habe ich. Ich gucke mal, ob ich wühlen muss oder nicht. Ach, da habe ich ihn schon. Da habe ich meinen Trichter. Ich liebe diese Trichter, ne? Die sind übrigens von Diamond Painting Deutschland, also Blümex. Kommen aus dem 3D-Drucker und kosten, glaube ich, 2 € oder 2,50 €. Für mich aber wirklich die besten. Einfaches Design geht gut. Einfach sehr, sehr praktisch. Ich muss jetzt mal gucken. Eventuell muss ich nochmal in den Keller springen, Richtung Trockner, falls wir hier zu viel elektrostatische Steinchen haben. Das werden wir sehen. Aber ich sehe hier schon, einige Steinchen kleben am Tütchen fest. Und das wird dann eventuell nicht ganz so schön. Also es geht noch, aber ihr seht, ne, die wollen jetzt hier nicht so richtig raus. Sind zum Glück bloß ein paar. Aber die springen auch ganz schön. Ja, die springen teilweise bis darüber, wie ihr das seht. Und das kommt auch wirklich einfach durch die Elektrostatik. Also werden wir dann nochmal Richtung Keller springen müssen. Weil ich will natürlich nicht meine Steinchen überall verteilen. Die kleben dann auch hier noch ein bisschen am Trichter fest. Und auch die springen dann. Okay, also eindeutig Keller. Denn so eine Sauerei, darauf habe ich jetzt heute nicht so Lust. Mindestens nicht bei 67 Farben. Das ist dann doch schon ein bisschen heavy. Ja, auch hier kleben sie, ne? Und das ist einfach, weil die so geladen sind. Das sieht man auch am Döschen. So. Allerdings, die Farbe machen wir jetzt erstmal so fertig. Sammeln wir das alle nochmal so ein. Da haben wir noch welche. Und auch hier an der Tüte, so kleben die da dran. Die wollen nicht ab. Ja. Wieder ein sehr gutes Beispiel, Vorführeffekt. Ich vergleiche auch noch immer mal hier Tütchen und den Aufkleber, dass ich da keinen Fehler mache. Und dann mache ich einfach den Aufkleber hier drauf und bam, fertig ist es. Okay, also ich springe runter in den Keller. Die Tütchen hebe ich immer sehr gerne auf. Erstmal und ja. Wir sehen uns gleich wieder. Und schon wieder bin ich da und ihr seht, ein Trocknetuch ist auch hier. Und da liegt noch ein Steinchen von der ersten Farbe. Das kommt mal noch mit da rein. Und ich schneide mir jetzt hier einfach mal so ein paar Fisselchen ab. Timmy quietscht im Hintergrund. Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass ich heute den ganzen Tag nicht daheim war. Wobei ich war bis mittags zu Hause. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen eher zum Umzug. Aber ich hatte heute Migräne. Und ja, da habe ich dann erstmal abgewartet, bis
das Schädelweh vorbei war. Das Gute ist, ich bin medikamentös gut eingestellt. Das heißt, ich nehme dann meine Medis, lege mich einfach noch mal ein bisschen hin, wenn ich die Zeit habe. Und dann weiß ich, dass mindestens ja, nach einer geraumen Zeit halt auch die Kopfschmerzen weg sind. Ne? Also toi, toi, toi. Bisher wirklich immer Glück gehabt in die Richtung. Und so war es halt auch. Und jetzt bin ich komplett fit. Ich konnte den Umzug auch gut mitmachen. Klar, ich kann jetzt nicht so viel schwere Sachen tragen, aber dann habe ich mir auch einfach ein Päuschen gegönnt. Aber es war cool, es war lustig und wir haben auch wirklich gut was geschafft. Und es war sehr interessant. Wir hatten als Umzugswagen nämlich einen Pferdeanhänger. War auch mal was Neues. Ja. So. Ich nehme jetzt einfach mal 2-3 Schnipselchen, tue ich da immer damit rein. Und dann einfach ein bisschen schütteln, ein bisschen kneten. Das reicht dann schon mal. Und es nimmt vielleicht nicht die komplette Elektrostatik weg, aber es ist danach auf jeden Fall viel, viel besser. Das ist auch für mich die Art und Variante, die am besten funktioniert. Ich habe es auch schon versucht, mit über Nacht in den Gefrierschrank legen und. Hilft ein bisschen, aber nicht komplett. Aber hier diese Trocknertücher, echt top. Also kann ich wirklich nur sagen. Jetzt haben wir hier die 2 und wir nehmen jetzt auch wieder unser neues Döschen und gleich unseren Sticker. Natürlich auch richtig drauf. Und ich meine, wie schön sieht das aus, ne? So macht ein Kitting-Up für mich immer sehr, sehr, sehr viel Spaß. Gerade eben hatte ich noch Weekend in Paradise hier auf dem Tisch. Das kommt dann auch morgen wieder auf den Tisch. Weil ja, ich mein nächstes Paint with Me auch mit Weekend in Paradise machen möchte. So, Timmy ist gerade vom Katzenbaum, also vom Katzbaum gesprungen und ja. Der ist halt einfach gut drauf, ne? Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit, während ich nicht da war, geschlafen. Und jetzt, wo ich zu Hause bin und ein Video drehen möchte, ja, ist er wach, ist er fit und möchte Unfug anstellen. So wie wir das kennen von Katzen. Aber bevor ich das Video gedreht habe, habe ich mich natürlich noch ein kleines bisschen mit Timmy beschäftigt. Denn ich war für die letzte halbe Stunde, wo ich noch ein bisschen Sonne auf meiner Terrasse hatte, mit Timmy draußen im Garten, also eher an der Leine. Ich habe in meinem Stuhl gesessen, ein bisschen gelesen. Dann haben wir noch ein bisschen geknüttelt und gespielt. Und ja, jetzt ist es Zeit, endlich mein Kitting abzumachen. Also da hatte ich gestern schon total Lust drauf. Aber gestern waren wir in der Stadt mit Freunden, Pizza essen und es war sehr, sehr schön. Ich hatte auch das Glück, ich wurde abgeholt, das heißt, ich musste noch nicht mehr mit der Straßenbahn fahren. Und ich wurde auch wieder nach Hause gefahren. Fand ich sehr gut. Und ja, es hat gestern gewittert ohne Ende. Es hat geblitzt, es war so erst das erste richtige Gewitter dieses Jahr. Aber ich muss sagen, es ging. Wir haben zum Glück drinnen gesessen und als wir dann fertig waren mit Essen, ja. Da war es auch wieder recht gut. Es hat, glaube ich, auch dann nicht mehr so geregnet. Also ich brauchte dann auch zum Parkhaus kein Schirm mehr. Ich hatte meinen Schirm nur gebraucht, als ich mal dampfen gegangen bin. Allerdings habe ich da auch das Gewitter abgewartet. Und ja, das war ganz gut. So, ein, zwei Steinchen waren jetzt noch elektrostatisch geladen und schaut mal, das ist schon wieder Oberkante, Unterlippe. Ja, und auch hier ein paar sind noch am Trichter dran, aber nicht ganz so schlimm wie bei der ersten Farbe. Das waren auch ziemlich viele Steinchen in dem Tütchen, aber dafür ging das jetzt wirklich sehr gut. Das ist jetzt die Farbe Nummer 3, die 155, so ein richtig schöner Fliederton übrigens. Und drauf damit. Ja, also ich mag das ja einfach so ordentlich. Und jetzt hier so, da bin ich echt immer sehr, sehr zufrieden. Also mein innerer Monk, toller Begriff, ne? Aber ja, so bin ich einfach zufrieden.
ja. Nee, gestern waren wir in einer Pizzeria, in der ich noch nicht war. Und das war eine Pizzeria, die zum Beispiel auch Pizzas glutenfrei anbietet. Und wir haben einen guten Freund, der hat eine Glutenunverträglichkeit. Deswegen war das ziemlich praktisch. Da konnte er auch mal eine Pizza essen. Und auf jeden Fall war die Pizza richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich beim Videoschneiden dran denke, blende ich euch mal ein kurzes Bild ein, wie toll der Rand von der Pizza war. Aber auch so hat die Pizza richtig gut geschmeckt. Die war einfach super. Also muss ich wirklich sagen. Ich habe da so meine Standardpizza erstmal genommen, die ich immer esse. Anna Maria oder halt auch einfach bloß eine Frischpizza mit Zwiebeln sozusagen. Also Schinken und Zwiebeln. Perfekt. Die liebe ich. War wirklich, wirklich gut. Und, naja, wie soll ich sagen, ich war danach auch wirklich gut satt, wollte aber unbedingt noch ein Dessert probieren. Und da habe ich mich fürs Panna Cotta entschieden. Allerdings andere bei uns am Tisch hatten auch das Tiramisu, das hatte ich auch mal kurz gekostet, das war so lecker. Aber das Panna Cotta, Leute, das war einfach so super. Also ganz eindeutig, da werden wir jetzt häufiger hingehen. Ich versuche hier einmal die Woche einfach rauszugehen, entweder mit einem kompletten Freundeskreis oder einfach mit einem sehr guten Kumpel, um halt wieder ein bisschen so meine Sozialverträglichkeit wiederherzustellen. Ne? Deswegen einfach rausgehen, raus unter Leute und dann klappt es dann auch, ne? Irgendwann, immer besser. Und ja, deswegen ist es ganz gut. Gibt es eine weitere Pizzeria, die mit in unsere Wochenendroutine aufgenommen wird. Aber manchmal gehen wir auch unter der Woche einfach mal was essen oder trinken. Das kommt immer drauf an. Manchmal sagt man sich einfach, hey, ich will heute einfach noch ein bisschen raus. Und das passt dann auch ganz gut. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, das kriege ich nicht mehr alles hier rein. Nee. Das hier. Ich lasse ein Schnipselchen einfach mit drin. Lasse ich jetzt hier im Tütchen und das Tütchen tue ich einfach hier, obala, in das Netz von meinem Körperchen damit rein und da bleiben dann die Steinchen auch erstmal drin. Und falls dann das Döschen leer geht, kann ich die dann einfach nachschütten. Ja. Oder ich werde das dann eventuell nachfüllen in die restlichen Döschen von dem 30er Koffer, die dann nicht gefüllt sind. Werde ich sehen, wie viel von den Farben nicht komplett aufgefüllt werden. Wenn es bloß ein paar sind, dann ja, werde ich das wahrscheinlich nachfüllen. Wenn ich aber mehrere Tütchen habe, 20 oder so, dann lasse ich die einfach in den Tütchen drin. So, die nächste Farbe. Farbe Nummer 5 ist die 159. Das müsste dann ein Grau sein. Ja, da haben wir es. Da liegt sie auch schon. So. Und ja, die sind nicht ganz so elektrostatisch geladen. Ich nehme aber trotzdem mal 2-3 Schnipsel. Sicher ist sicher. Und ja, auch hier kann ich das einfach ein bisschen schütteln. Da über mir wird gerade ein bisschen getrampelt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob man das im Video hört. Ich glaube, während ich hier so Lärm mache mit Rascheln und Schütteln, dürfte das gerade nicht so auffallen. So, ich hau erstmal noch mein Döschen um. Perfekt. Okay. Und da haben wir noch ein lila Steinchen. Kommen wir mal zur Seite. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Panna Cotta ist super. Und dieses Panna Cotta war nicht mit Erdbeeren, sondern so ein bisschen mit einfach so ein paar gemischten roten Beeren. Und das war so gut. Also ich hatte lange nicht mehr so ein gutes Panna Cotta gegessen. Also ich war sehr, sehr, sehr zufrieden. Okay, dann haben wir jetzt hier, wartet mal, die Nummer 7. Irgendwo muss noch die Nummer 6 sein. Da haben wir die Nummer 6. Wir gehen schön der Reihe nach vor. Timmy hat sich schon wieder auf meinen Schoß gemogelt.
Solange er nicht anfängt mit dem Milchstritt, ist das alles okay. Denn wenn er jetzt einen Milchstritt machen würde, das würde ein bisschen wehtun. Ich habe nämlich bloß eine Leggings an und die ist so dünn, dass die Krallen einfach in meinen Oberschenkel landen. Er macht es zwar nicht arg, aber trotzdem ist es dann unangenehm. Weil Timmy macht das, der kann das wirklich ewig machen. Der kann das eine ganze Stunde. Man fängt ihn noch an zu schnurren. Bin total liebevoll, aber es ist halt auch anstrengend. Also es tut schon weh. Also, ich bin da einfach ein ziemlicher Mimimi, muss ich wirklich zugeben. So ist es bei mir. Und noch dazu sitze ich gerade ganz komisch da. Ich sitze schon wieder auf meinen Füßen. Also ich habe meine Beine so angezogen. Sollte ich nicht machen. So habe ich nämlich auch schon mal beim Zocken da gesessen. Und also ich habe im Schneidersitz damals da gesessen und bin dann einfach abrupt aufgestanden oder recht schnell aufgestanden und habe mir so einen Muskelfaserriss zugezogen. Das war auch wieder so ein richtiger toller Jule-Moment. Empfehle ich niemanden von euch. Ganz, ganz ehrlich. Okay, ich hoffe mal, das reicht jetzt. Die waren hier ziemlich stark geladen. Deswegen habe ich hier auch ein paar mehr reingetan. Ich nutze übrigens die Trocknertücher von Lenore. Es gehen auch die einfach, ne? Also ihr könnt auch da welche von denkt mit, was die DM-Eigenmarke ist. Aber auch, ich glaube, Rossmann hat auch eine Eigenmarke. Das ist zu viel. Das ist... ich glaube, wirklich zu viel. Wir probieren es jetzt einfach mal. Also ich glaube, das kriegt man so nicht mehr ganz zu. Wollen wir es probieren? Na, also so würde ich das eigentlich niemandem raten, weil okay, es geht gerade so. Ne? Es geht gerade so. Die Nummer 6, natürlich Sticker nicht vergessen. Sticker. Kleiner Sprachfehler heutzutage. 160 ist auch fertig. Wir machen dann auch ein kleines Zeitraffer, weil ich glaube, wenn ich jetzt so weitermache mit 67 Farben, dann sitzen wir wird dieses Video bestimmt 3-4 Stunten lang, wenn wir dann auch noch eine Paintprobe oder ein bisschen painten wollen. Aber da, ich muss die nie wieder runtersetzen. Hat nicht gefallen. Ja. Ich glaube, ich mache dann auch noch eine kleine Timmy-Knuddelpause. Aber erstmal machen wir hier noch ein bisschen. Also solange schönes Licht ist, möchte ich einfach noch ein bisschen das Licht natürlich auch fürs Video nutzen. Und dann mache ich irgendwann, wenn es anfängt zu dämmern, wenn das Licht nicht mehr so gut ist, ein Päuschen. Aber heute hat man wirklich nochmal schönes Wetter. Ab morgen soll wieder mieses Wetter werden. Ich bin echt mal gespannt. Ja. Ich denke mal, nächste Woche wird es eine Überstundenwoche werden, weil schlechtes Wetter, da ist es dann auch nicht so, dass ich sage, hey, ich will heute ein bisschen was im Garten machen oder so. Und dadurch, dass es ja jetzt auch schon so bis 8:30 gut hell ist, dass man sagen kann, okay, da kann ich auch Videos drehen, ohne dass ich extra Licht brauche, kann ich halt auch mal so ein bisschen Feierabend machen. Dann mache ich immer ein bisschen Plus, was auch immer sehr gut ist. Denn ich muss mir erst ein Gleitzeitkonto so aufbauen. Und vor allen Dingen haben wir jetzt im Mai 2 Brückentage. Und die 2 Brückentage, da nehme ich Gleitzeit. Da haben wir nämlich Betriebsschließung. Und da will ich keinen Urlaub nehmen. Deswegen nehme ich da Gleitzeit. Und diese Stunden muss man ja reinarbeiten. Das sind bei mir im Monat dann bei 2 Feiertagen oder bei 2 Brückentagen 14 Stunden. Ja. Und da will ich natürlich gucken, dass ich die dann auch diesen Monat reinbekomme irgendwie. So. Aber das geht ganz gut. Ich habe einen 7-Stunden-Tag, was sehr praktisch ist. Und da kann man auch, da kriegt man schnell mal ein bisschen Plusstunden zusammen. So, die Nummer 7. Hier passen wieder alle Steinchen perfekt rein. Und dann drehen wir zu. Ja, ansonsten, wie war meine Woche? Sehr, sehr
Also jetzt nicht extremst irgendwie ereignisreich, ne? Nicht sehr, sehr ereignisreich, aber sehr durchwachsen. Dienstag war ein langer Tag, da war ich auch ziemlich fertig. Ansonsten läuft es eigentlich gerade wirklich gut. Das Problem mit dem Schlafen ist gerade sehr, sehr schlimm. Es ist einfach auch so, dass ich halt Albträume habe, da nicht gut schlafe und wirklich auch schweißgebadet aufwache. Das heißt, ich tue alle paar Tage auch meine Bettwäsche wechseln. Das Gute bei mir ist, ich habe ein Doppelbett, ne? Und ich lege mich dann einfach, wenn ich aufwache, weil mein ganzes Bett nass geschwitzt ist, einfach auf die andere Seite. Da habe ich dann auch nochmal doppelte Bettwäsche, sodass ich mich nicht nochmal in dieses nass geschwitzte Bett legen muss, wenn ich dann aufwache. Allerdings ist das Problem, wenn ich nach einer Stunde auch wieder schweißgebadet aufwache, dann sind halt beide Matratzen durchgeschwitzt und zweimal Bettwäsche und dann ist es natürlich ein bisschen blöd. Deswegen gerade auch aktuell viel Wäsche waschen. Aber auch das wird mit der Zeit dann besser, sagen wir es mal so. Aber ihr wisst ja, man kann viel Scheiß träumen, ne? Aber auch das wird wieder. Das Problem ist, gegen Albträume kann man halt nicht wirklich was tun. Gegen Einschlafprobleme und Durchschlafprobleme schon ein bisschen, aber gegen den Mist, den man träumt, nicht wirklich viel. Außer man tut sich damit auseinandersetzen. Aber auch das steht auf der Agenda. Okay, halt, da ist noch ein Steinchen. Das nehmen wir noch mit. Okay, und jetzt haben wir schon 8 Farben umgefüllt. Die 9. Farbe ist ein Tee. Das finde ich immer sehr gut. Die 9 wird meistens ausgelassen, dass man halt die 6 und die 9 nicht verdreht. Finde ich immer wirklich gut. Wenn da mitgedacht wird, hat man nicht immer, aber bei Karatart ist das so. Das finde ich sehr angenehm. Also jedenfalls für mich. Die 10 ist auch so ein riesengroßes Tütchen. Guck mal, 25 Gramm, das kriegt man auf jeden Fall nicht in ein Döschen rein. So, ja, die Nummer 9, 209. Mal schön vergleichen. So, Pilates war die Woche auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut. Mittlerweile habe ich auch weniger Muskelkater danach. Also die Woche eigentlich gar keinen. Und es ist auch mittlerweile nicht mehr so anstrengend, aber trotzdem, man merkt halt ordentlich, dass man was getan hat. Ja, also wir machen das Pilates mit einem Ball. Mit so einem kleinen, ja, ungefähr so. So einen kleinen Gymnastikball. Das ist wirklich sehr gut. Dadurch sind die Übungen einfach nochmal ein bisschen fordernder. Und man merkt wirklich gut, was man getan hat. Vor allem im ganzen Körper. Und ja, deswegen mache ich das einfach so gern. Nächste Woche fällt Pilates aus. Da werde ich einfach auch nächste Woche anfangen, zu Hause Pilates zu machen. Hatte das so und so vor, zwei, dreimal die Woche neben dem Kurs zu Hause immer ein bisschen was zu machen. Einfach, dass es halt auch effektiver für meinen Körper ist. Vor allen Dingen für die Rücken- und Nackenmuskulatur. Da kann mir das wirklich sehr, sehr, sehr viel helfen. Ja. Deswegen werde ich morgen auch mein Wohnzimmer einfach ein bisschen mehr, na, was heißt umräumen nicht, aber auf jeden Fall so gestalten, dass ich auf jeden Fall wieder Platz habe, um hier ordentlich meine Pilatesmatte auslegen zu können. Ich glaube, die Nummer 9, ja, da sind auch etwas zu viele Steinchen für ein Döschen. Deswegen bleibt hier auch wieder ein kleines Zipperchen drin. Was heißt Zipperchen? Ein kleines Fetzelchen von meinem Trocknertuch. Und auch das kommt wieder zur Seite. Jo. Aktuell gucke ich übrigens, wenn ich painte, Mord mit Aussicht. Finde ich einfach Hammer. Die Serie ist so alt, aber ist sehr, sehr gut. Ist sehr, sehr gut.
Finde ich einfach lustig, weil das ist halt doch ein bisschen so humorvoll. Ne? Klar, es geht um Krimis, aber humorvoll. Also ein bisschen so von der Art wie die Eberhofer-Krimis. Und sind halt auch wirklich super Schauspieler mit dabei. Ja, aber wie gesagt, sowas mag ich ja generell. Okay. So, hier sind viele Steinchen und ich sehe auch, die sind schon ordentlich geladen. Das heißt, einfach ein bisschen mehr von den Tütchen damit rein. Tütchen, Schnitzel. Weiß gar nicht. Jetzt sind wir schon bei 21 Minuten. Ich habe ja vorher schon mal ein bisschen das Päckchen von Doro ausgepackt und ein bisschen im Vorfeld gelabert. Das heißt, wir werden jetzt gleich dann mal zum Zeitraffer übergehen. Ich wollte gerade sagen Speedpainting, aber wir painten ja nicht. Wir tun ja unser Kitting-Up vorbereiten. Ja, ihr seht auch, ich lasse mir da Zeit. Ne? Ich mache mir da absolut keinen Stress, weil das macht mir einfach... Es macht mir einfach Freude. Es macht mir Freude, es macht mir Spaß. Ich mache es echt mega, mega gern. So. Jetzt habe ich. Hier ist echt so viel drin, dass ich gar nicht alle Schnipselchen hier wahrscheinlich auch rausbekomme. Ein Schnipsel lasse ich so und so drin. Aber wenn möglich nur eine. So. Und dann. Schütten wir hier mal um. Und das ist die 210. Okay. Auch hier lasse ich das hier wieder drin. Und ihr seht, ne, also das Döschen ist voll. Und hier, wir haben noch über die Hälfte im Tütchen drin. Oh, das ist auch so eine schöne Farbe, die 210. Das ist so ein richtiges schönes. Pastelliges Lavendel. Oh, nicht Lavendel, Fliederfarben. Und ja, richtig, richtig gut. Okay, also ihr Lieben, viel Spaß beim Liedchen. Und wenn wir fertig sind, zeige ich euch nochmal meine Koffer und dann geht es zum Painten. Da freue ich mich auch schon. Painten machen wir vielleicht sogar heute Abend noch. Dann im Dunkeln. Du wisst, ich mache das eigentlich nicht so gerne in meinem Schummerlicht, weil dann habe ich, ich bin die auch mit Lightpad, da sieht man dann nicht mehr so viel. Aber ja, ich habe heute einfach Lust dazu und deswegen machen wir das heute einfach mal. Und ich hoffe, das ist für euch auch in Ordnung. Also, viel Spaß beim Mitsummen. Ba-da-ba-ba.
Und so schnell kann ein Kitting Up fertig sein. Ihr seht, das künstliche Licht ist an. Wir haben kein Tageslicht mehr. Hier ist mein 60er Koffer. Der ist jetzt fertig. Ich habe genügend Tütchen noch da drin. Haben wir ein großes Bild. Und hier ist alles wunderschön geordnet. Das sieht so schön aus. Ich bin mega zufrieden. Und der schöne Koffer passt auch, finde ich, richtig toll zum Bild. Und ein paar AB-Steinchen, die nicht mehr in den Koffer gepasst haben, die sind jetzt hier. Das sind insgesamt noch 7 Farben. Schaut euch diese schöne Farbe an. Meine absolute Lieblingsfarbe bei dem ganzen Bild. Weil es einfach wirklich, ne, Sulefarbe, absolut. Ja. Und wir haben es jetzt, ich weiß es nicht, 22, 23 Uhr. Ich glaube auf jeden Fall schon nach 22 Uhr. Habe mir ein bisschen Zeit gelassen, habe noch ein bisschen mit Timmy geschmust. Und ich würde sagen, nichtsdestotrotz werden wir jetzt noch eine Runde painten. Ich habe einfach Lust. Dadurch, dass ich ja heute früh Migräne hatte und nach meinen Medikamenten mich einfach nochmal hingelegt habe und deswegen, ich glaube, bis 10:30 dann noch im Bett gelegen habe, teilweise ein bisschen noch geschlafen habe, bin ich jetzt eigentlich noch gut ausgeruht. Und deswegen werde ich mir jetzt das Bild drehen und da, wo wir angefangen haben, da werden wir ein bisschen weiter painten. Ich mache mir jetzt eine etwas größere Fläche frei. Und ja, dann geht's los. Jetzt sind wir schon am Bild. Ja, von unserem Gepainteten sehen wir bisher noch nicht so viel, weil es ist einfach dunkel. Das zeige ich euch. Wenn ich euch jetzt hier das Bild zeige, seht ihr, ne? Die Lichtqualität ist halt nicht mehr so perfekt. Vor allen Dingen, wenn man das Lightpad darunter anhat. Aber heute ist es mal so. Wir nehmen das einfach mal so hin. Ich mache mal das alte Washi-Tape ab. Und wir machen uns ein etwas größeres Feld frei. Ich würde sagen, ungefähr so 10 cm. In der Höhe darf es zurück sein. Machen wir mal hier, so ungefähr. Ja, das passt gut. So. Es lässt sich recht gut painten. Okay. Und ungefähr so. Lineal haben wir auch da. Ich weiß zwar nicht, wo ich mein Alu-Lineal hingetan habe. Das nehme ich am liebsten. Deswegen haben wir heute nur hier das Plastik-Lineal. Aber das geht auch. So. Ja. Nicht so fest. Ich muss immer mal wieder kontrollieren, dass ich nicht zu viel einschneide. Ich habe immer manchmal Angst, dass ich in die Leinwand schneide. Bisher habe ich es wirklich noch nicht geschafft, worüber ich sehr froh bin. Aber man weiß ja nie, ne? Irgendwann ist immer das erste Mal. Aber mir eine Leinwand kaputt schneiden, da kann ich ehrlich gesagt gut drauf verzichten. So, und da haben wir was freigelegt. Ich werde das heute nicht alles schaffen. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist Sonntag. Es soll mega schlechtes Wetter werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich kann morgen schön und viel und lange painten. Da freue ich mich drauf. Wir fangen jetzt mal einfach hier drüben ein bisschen an. Und ja, ich habe mal die 8, die kommt nur 4-mal vor. Ne, 3-mal sogar. Ansonsten haben wir die 8 nirgendwo. Trotzdem sticht mir gerade gut ins Auge und ich weiß, wo die 8 ist. So.
Ich auch schon mein Schiffchen. Und heute habe ich mal diesen schönen Stift hier. Und er ist so schön. Ich glaube, das ist wirklich mein wertvollster Stift in meiner ganzen Sammlung. Den habe ich von meinen Mädels zum Geburtstag bekommen. Und er ist so schön. Und er liegt auch wirklich sehr gut in der Hand. Und lässt sich auch super setzen. Perfekt. Okay. Dann haben wir da die 6. Die haben wir nur zweimal. Mhm. Kann man eigentlich mal gucken, ob wir da direkt aus dem Döschen eigentlich unsere Steine rausnehmen können, wenn wir bloß zwei haben. Das mag ich ja an den runden Döschen so sehr. Das geht perfekt. So, und als nächstes nehme ich die 7. Ja, morgen Sonntag. Ich würde mich so gerne in meine Hängematte legen und einfach morgen ein bisschen chillen, ein bisschen lesen. Ich habe mir bei Amazon ein Buch bestellt, das heißt Kompromisslos glücklich. Ob so ein Buch was bringt, keine Ahnung. Halt, ich habe was vergessen. Ich mache mal meinen Autofokus aus. Ob so ein Buch was bringt, keine Ahnung. Aber ich dachte, hey, ich probiere es mal. Ich schaue es mir mal an. Da geht es ein bisschen um Selbstliebe und ein bisschen wieder zu sich zu finden, sich selbst zu akzeptieren, seinen Weg zu finden und einfach, ja, halt mal abschalten zu können, glaube ich. Und halt auch mal, ja, sich auf sich zu konzentrieren. Fällt mir manchmal schwer. Aber ja. Deswegen dachte ich mir, hey, guckst mal in das Buch rein. Vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal solche Bücher gelesen oder findet ihr, dass solche Bücher rausgeworfenes Geld sind? Also ich werde jetzt garantiert nicht mir viele Bücher in der Art holen, weil das finde ich dann wirklich nicht so sinnvoll angelegtes Geld, aber mal ein Buch zu lesen, um mal ein bisschen, ja, ein kleines bisschen vielleicht mal drüber nachzudenken, finde ich, glaube, ganz gut. Aber ich merke gerade, ich muss schon mal wieder meinen Wachs wechseln. Heute wieder normales Wachs, da ich heute früher Migräne hatte. Ich habe leider in letzter Zeit ein bisschen häufig Migräne. Ja, aber dem ist halt so. Ich finde es bloß immer ein bisschen schade, weil wenn ich Migräne habe, dann ist halt leider nichts mit Bienchenwachs von der Heidi oder mit Duftkerzen. Und ich habe ja eigentlich sehr gerne, gerade wenn ich so am Wochenende abends pinte und ein bisschen länger am Tisch sitze, eine schöne Duftkerze an. Meine Mädels haben mir auch zum Geburtstag so eine schöne Rituals-Kerze geschenkt. Oh, ich Leute, die ist wirklich sehr, sehr schön. Die habe ich aber immer nur an, wenn ich auf dem Sofa liege und ein bisschen lese. Oder mal einfach bloß einen Podcast höre, sondern so, also wirklich so eine richtige Me-Time. Und zum Painten habe ich sehr gerne noch eine von meinen Yankee Candles an oder die schönen Sojakerzen von der Pichu. Die sind echt, echt toll. Und was ich an denen halt besonders finde, die Kerzen sind, ja, die haben eine sehr lange Brenndauer, finde ich, für ihre Größe und haben auch einen sehr angenehmen Duft und nicht so einen Kopfschmerzgeruch, ne? Ja. Allerdings, wie gesagt, wenn ich Migräne habe, ich reagiere auf sämtliche Düfte. Da bin ich sehr, sehr empfindlich. Das ist halt Migräne mit Aura und deswegen, ja, leider heute erstmal nichts Duftiges um mich herum. Aber ich hoffe, dass ich dann morgen dann mal wieder ja, mir ein Kerzchen anmachen kann oder das Wachs von der Heidi aus dem Kühlschrank holen kann. Ich werde sehen.
Ich mache mir da jetzt aber auch keinen Stress, wenn ich ehrlich bin. Die Steinchen legen sich übrigens wieder wunderbar. Karatart hat einfach eine ganz tolle Qualität, bin ich sehr zufrieden und ja, kann ich wirklich ganz problemlos weiterempfehlen. Da bekommt ihr für euer Geld wirklich eine richtig gute Qualität. Einer der Shops, von denen ich wirklich überzeugt bin. Aber ihr wisst das, ihr seht bei mir halt Sachen häufiger, von denen ich auch einfach überzeugt bin. Es ist mittlerweile nicht mehr so, dass ich auf jeder Welle mitschwimmen muss. Sondern dass ich halt auch, weil ich halt einfach gerne painte, dann auch wirklich die Bilder painte, mit denen ich einfach mega zufrieden bin. Das heißt jetzt nicht, dass ich nichts Neues mehr ausprobieren werde. Nee, ganz im Gegenteil. Wir werden immer mal wieder ein bisschen was Neues probieren. Aber von den Sachen, von denen ich überzeugt bin, werdet ihr dann auch immer mal wieder Bilder sehen oder halt auch, ja, Paint with Me's mit den Bildern. Weil aktuell ist es wirklich so, ich möchte nur Bilder painten, wo ich mich nicht ärgern muss. Bezüglich Qualität oder anderen Sachen. Und ich habe mittlerweile so viele schöne Händler für mich entdeckt, mit denen ich sehr zufrieden bin. Ja, dass man diese dann natürlich bei mir auf dem Kanal dann häufiger sieht. So. Ach, ist das schön. Der Umzug heute war wirklich, wirklich gut und ich bin echt froh, dass ich dann auch fit genug war, dann damit machen zu können. Weil mir hat es wirklich gut getan, dann heute rauszugehen und es war ja auch nochmal schönes Wetter. Und es war ein guter Tag. Aber ich war dann auch froh, als ich zu Hause war, dadurch, dass ich ja eigentlich mich dann am Freitag oder Donnerstag drauf eingestellt habe, boah, okay, THW fällt aus, tust den ganzen Tag painten oder viel painten, ne, und machst das Kitting ab. Deswegen habe ich mich dann heute Abend auch noch dran gesetzt, ne, obwohl ich doch eigentlich schon ein bisschen fertig bin. Aber wie gesagt, ich bin noch wirklich munter. Dadurch, dass ich so lange geschlafen habe, zwar nicht so fit, aber das ist ja beim Painten nicht schlimm. Beim Painten sitze ich nur und ich painte eh ganz gemütlich, mache auch zwischendrin dann mal eine Pause, wenn ich merke, so, okay, ich bin so ein bisschen, ne, aber voilà. Und ja, aber wir wollten mal die Pinzetten von der Doro ausprobieren. Habe ich die hingetan? Also, ne? Jetzt seht ihr leider nicht viel, weil es dunkel ist. Aber ich wollte trotzdem so eine Pinzette probieren. Das sind jetzt zwei verschiedene Pinzetten. Einmal eine gerade und einmal eine gebogene. Ich persönlich mag die geraden lieber als die gebogenen. Aber ich werde jetzt einfach mal beide ausprobieren. Erstmal die gebogene. Ja, die hat einen schönen Zug, aber der Zug ist auch nicht zu straff. Was ich sehr gut finde, weil wenn eine Pinzette einen zu straffen Zug hat, geht es halt auch irgendwann auf die Hand. Ah, es ist ungewohnt mit einer gebogenen Pinzette, aber es geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt Leute gibt, die mit einer gebogenen sehr gerne painten. Ich denke mal, das ist nur Gewohnheit. Aber wie gesagt, aus Gewohnheit bin ich gerade Pinzetten gewöhnt. Und ich glaube, das sind dann auch einfach meine bevorzugten Pinzetten. Aber hier diese gebogene, die geht auch sehr gut. Und die Spitze ist auch wirklich sehr, sehr schön. Ja. Richtig toll. Also wie gesagt, Pinzetten, gute Pinzetten kann man nie genug haben.
Und ihr seht, wir haben hier wirklich teilweise, hier haben wir ein bisschen Color Blocking, hier auch von der 4. Aber ansonsten haben wir in diesem Abschnitt wirklich viele Farben schon drin, was mich sehr, sehr freut. Also ein bisschen Konfetti tut gerade ganz gut. Und Farbwechsel habe ich gerade nichts dagegen. Aber auch Color Blocking ist gut. So, irgendwie. Nö, es klebt doch gut. Das ist gerade einfach nur ein bisschen ungewohnt von der Pinzette her. Ja, wie gesagt, das ist die gebogene. Jetzt probieren wir mal die gerade aus. Ich denke mal, mit der geraden komme ich noch ein bisschen besser klar. Auch die hat einen schönen Zug, aber nicht zu sehr. Ihr seht, das geht ganz gut. Ne? Legen wir noch mal unsere Steinchen schon gerade und schaut mal. Ja, ihr seht es wieder nicht, denke ich mal. Auf jeden Fall, die Steinchen liegen so schön in dem Schiffchen. Ja, also die geraden Pinzetten sind eindeutig mehr meins. Da habe ich einfach für mich mehr Gefühl in den Händen. Das geht richtig schön. Wie gesagt, man kann auch ein ganzes Bild mit Pinzette painten. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die auch Bilder mit runden Steinen komplett mit Pinzette legen. Da muss ich sagen, ziehe ich einen Hut vor. Hatte ich, glaube schon mal in einem Video erwähnt. Aber das ist dann, muss ich sagen, Hut ab. Also runde Steinchen, dafür hätte ich, glaube dann nicht die Nerven dazu. Aber ich finde, runde Steinchen lassen sich mit Stift halt auch wirklich perfekt legen. Bei eckigen, muss ich wirklich sagen, ist einfach mit Pinzette das Ergebnis nochmal viel, viel genauer. Das ist meine Meinung. Aber ich muss jetzt auch nicht die ganze Zeit mit Pinzette painten. Vor allen Dingen, weil es mir manchmal ziemlich auf die Hand geht, wenn ich lange mit Pinzette painte. Kommt natürlich auch auf die Pinzette an. Das ist dann wieder auch eine Sache von dem Zug. So eine Pinzette, die gut in der Hand liegt, mit der kann man dann auch wirklich mal ein ganzes längeres Stück painten, ganz ohne Probleme. Ja, aber das schaut gut aus. So. Ja, mein Urlaub ist auch genehmigt erstmal soweit, den ich mir so jetzt für die Sommerzeit ein bisschen ausgesucht habe. Ich habe eine Woche zu Pfingsten. Ich habe die Brückentage jetzt um Pfingsten rum, also Frohen Leichnam und Vatertag. Das sind ja jeweils Donnerstag Feiertage und da habe ich dann den Freitag als Brückentag. Das ist bei uns aber, glaube ich, Betriebsruhe. Deswegen, ja, freue ich mich da jetzt dann auch auf zwei lange Wochenenden. Und die Woche bei Pfingstmontag habe ich Urlaub. Und da möchte ich ein Chuck Pinsenbild akribisch painten. Ich werde das nicht schaffen in der Zeit. Aber das möchte ich dann in der Zeit so bevorzugt painten. Weil ich ja letztes Jahr zu Pfingsten hatte, ich glaube, das Woodland Oasis gepaintet. Aber da hatte ich 3 Wochen am Stück frei. Da hatte ich das Bild dann auch im Urlaub geschafft. Oder kurz nach dem Urlaub. Das werde ich dieses Jahr nicht schaffen, weil das Bild, was ich mir vom Chuck Pinson ausgesucht habe, das ist ein Bild diesmal mit eckigen Steinchen. Eckige Steinchen dauern immer länger. Aktuell painte ich auch nicht schnell. Ich versuche viel zu painten und wenn ich viel painte, komme ich auch gut voran. Aber ich painte aktuell langsam, weil ich mir das einfach gönne, weil ich mir da, ja,
Ich habe Tage, da kann ich wirklich schnell painten und viel painten ohne Pause. Aber aktuell painte ich halt in der Hinsicht langsam, weil ich viele Pausen zwischendrin mache. Ja, so ist das. Also, wie gesagt, die Pinzetten sind wirklich traumhaft. Ich werde jetzt aber wieder zu meinem Stift wechseln. So. Richtig, richtig gut. Also ich muss wirklich sagen, wenn man gutes Paint-Equipment hat, dann ist es auch noch mal viel besser als zum Beispiel mit diesen Standardstiften. Das macht mir halt auch noch mal viel, viel mehr Spaß. Ich habe auch vor, oder ich hatte ja schon seit längerem vor, mal meine ganzen Painting-Sachen mal ein bisschen aufzuräumen und zu sortieren. Ich hoffe, ich komme da jetzt mal bald demnächst dazu. Und ja, dann kann ich euch vielleicht auch mal zeigen, welche Stifte ich da habe, welche Schiffchen ich da habe. Na, einfach mal so ein bisschen einen kleinen Überblick. Allerdings möchte ich das erst machen, wenn ich auch wirklich mal alles sortiert habe. Weil aktuell habe ich es wirklich so, dass mal hier ein bisschen was liegt, mal da ein bisschen was liegt. Ja, das ist so. Was ich nicht machen werde, ich werde nicht zählen, wie viele Bilder ich habe. Weil A, ich möchte es gar nicht wissen. Und B, ich weiß, es sind viele. Ich muss da jetzt noch nicht, mich nicht auch noch hinstellen und sagen, boah, Leute, ich habe so und so viele Bilder. Ja, ich weiß, es sind viele und es sind, wenn man mal nach einem gesunden Menschenverstand geht, zu viele Bilder. Aber ich weiß, Painten, das ist für mich wie eine Sucht. Und es ist einfach mein Hobby und ja, mittlerweile ist es auch eine Sammelleidenschaft, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber ganz ehrlich, ich muss nicht unbedingt wissen, wie viele Bilder es genau sind. So. Auf jeden Fall werde ich versuchen, fleißig dieses Jahr auch noch das ein oder andere angefangene Bild zu beenden. Aktuell ist ja mein Hauptprojekt mindestens aktuell. Weekend in Paradise. Deswegen wird das dann auch das nächste Paint with Me sein. Da habe ich mir auch schon eine schöne Stelle rausgesucht, die wir dann zusammen painten werden. Oh, hier habe ich jetzt mal kleines Steinchen mit ein bisschen Überstand. Kommt mal weg. Kommt halt vor, auch bei qualitativ guten Steinchen hat man Ausschuss. Ist einfach so. Aber die Steinchen liegen einfach traumhaft. Auch die, die ich jetzt hier mit dem Stift setze. Also ganz, ganz problemlos. Macht einfach Freude. Ich glaube, aber ihr kennt das auch. Na, so. Ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass zum Beispiel Leute Acrylsteinchen vor Harzsteinchen bevorzugen. Finde ich jetzt nicht schlimm, muss ich ehrlich gesagt stehen, dazu stehen, weil jeder hat halt so, was ich auch schon oft sage, so seine eigenen Favoriten, seine eigenen Vorzüge. Bei mir sind es halt Harzsteinchen. Aber ich hatte auch schon Harzsteinchen, wo ich auch wirklich sagen musste, die waren von der Qualität nicht so gut. Da hatte ich einfach wirklich viele Farben, wo ich sehr viel Ausschuss hatte. Das braucht man dann natürlich dann auch nicht, ne? Aber was mir halt klar ist, dass selbst auch mal bei guter Qualität kann es mal sein, dass es eine Farbe gibt, die einfach von der Qualität ein bisschen schlechter ist, wenn man da halt einfach, ja, Montagsware hat von einer Farbe. Und deswegen habe ich ja für mich meine Reststeinchensammlung.
Aber nicht nur deswegen, ich gebe auch zu, dass ich die Reststeinchensammlung habe, einfach nur aus Sammelleidenschaft. Das zählt bei mir halt auch irgendwie noch mit rein. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber so. Ja. Ich denke mal, ich werde heute wirklich echt noch ein Stückchen painten. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange, ne? Also es kann jetzt sein, dass ich so vielleicht bis 12:30 painte. Es kann aber auch sein, dass es einfach noch viel, viel länger wird, dass ich mitten in die Nacht reinpainte. Das kann ich bei mir nie so sagen. Manchmal kommt bei mir auch einfach so die Zeit, wo ich sage, hoppala, okay, Glück gehabt. Wo ich sage so, okay, jetzt will ich ins Bett. Jetzt will ich mich einfach noch ins Bettchen legen, dann noch ein bisschen Serie gucken oder ein bisschen lesen. Ja, irgendwie ist das bei mir aktuell, ich mache gerade das, worauf ich Lust habe. Und das kann sich von einer Minute auf die andere dann auch einfach mal ändern. Ne? Und das mache ich dann. So verrückt es klingt. Ja. Und es tut auch gut, dann einfach das zu machen, worauf ich Lust habe. Und genau das mache ich zurzeit so ziemlich häufig. Es gibt bei mir gewisse Konstanten, die müssen einfach gemacht werden. Und das ist natürlich Alltag, Job. Sehr oft wache ich früh auf, wenn der Wecker klingelt und sage mir, boah, jetzt würde ich am liebsten weiter schlafen, weil ich einfach schlecht geschlafen habe. Aber da gibt es natürlich einen Arschtritt. Allerdings in meiner Freizeit. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ja. Und selbst wenn ich eigentlich was vorhabe in meiner Freizeit, aber in dem Moment sage ich mir, boah, nee, ich bin jetzt müde, ich will jetzt schlafen, obwohl ich eigentlich irgendwas unternehmen wollte oder was vorhatte, dann muss ich sagen, in dem Moment gönne ich mir den Schlaf. Ne? Außer es sind vielleicht so wichtige Sachen, wo ich sage, okay, ich wollte jetzt schon seit einer Woche Rasen mähen, aber es hat jeden Tag geregnet und heute ist mal schönes Wetter. Dann gebe ich mir halt auch mal den Arschtritt, dass ich sage, so, jetzt tue ich Rasen mähen. Aber genau das, sobald ich dann im Garten stehe und was mache, geht es mir gut. Da bin ich glücklich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich mag einfach so einfache Gartenarbeit. Ob das jetzt Rasenmähen ist oder ein bisschen Grünzeug verschneiden, obwohl ich davon auch gar keine Ahnung habe. Das sieht bei mir immer aus wie Kraut und Rüben. Aber lieber ein bisschen Verschnitt wie Kraut und Rüben als gar kein Verschnitt und einfach nur Gewucher. Ja, auf jeden Fall will ich dieses Jahr ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Ja, und mich auch vielleicht einfach ein bisschen mehr trauen, was so ein bisschen so die Gestaltung im Garten angeht oder was ich mir selber zutraue. Ich gucke einfach mal, wie das wird. Und ich freue mich auch auf die Zeit, wie gesagt, wenn ich in der Hängematte liege und einfach mal ein Buch lesen kann. Ja, ansonsten bin ich die Woche wirklich nicht zum Painten gekommen. Ich habe, glaube, einen Abend mal ein bisschen was gepaintet. Das war, glaube ich, dann Donnerstag. Aber ansonsten, ich bin nicht dazu gekommen, ein Video zu drehen oder fertiges Videomaterial zu schneiden. Es kam kein Video. Ne? Es kam am 1. Mai, am Montag kam ein Video. Das wollte ich allerdings eigentlich dann schon letzten Sonntag bringen. Aber ja, dann ist es halt so. Dann kommt halt einfach mal eine Woche kein Video. Manchmal geht es nicht anders. Da haben einfach andere Sachen Priorität. Nächste Woche sieht schon wieder anders aus. Da ist schlechtes Wetter. Da weiß ich ganz genau, okay, da werde ich nicht wirklich was im Garten machen können. Meine Dienstagstermine fallen nächste Woche aus. Das heißt, ich habe auch Dienstag viel Zeit. Das Einzige, was ich mir jetzt für nächste Woche vorgenommen habe, ist, ja, bei dem schlechten Wetter vielleicht die ein oder andere Überstunde aufzubauen, weil das natürlich auch gut ist. Ja. Und die Woche,
die darauf kommt, ist ja dann schon wieder einfach nur eine 3-Tage-Woche, wo ich mich auch drauf freuen kann. Ja, also hat ja alles auch irgendwo sein Gutes, wenn man das so sieht. Okay. Ich weiß gar nicht, wie lange quassel ich jetzt schon? Ich quassel jetzt schon 28 Minuten. Und ich habe so das Gefühl, ich habe eigentlich die ganze Zeit geredet, aber irgendwie nichts Besonderes geredet. Weil ich es kann. Ja, ich hoffe aber trotzdem, das Video hat euch gefallen. Ich bin jetzt am Überlegen, mache ich noch einen Zeitraffer, wie ich hier was painte. Aber wir hatten ja einen Zeitraffer beim Kidding Up. Und jetzt hat man noch mal ein bisschen Quasselei. Deswegen denke ich, reicht das erstmal komplett aus. Dieses Bild werdet ihr eh übers Jahr vielleicht immer mal wieder sehen oder mindestens ein paar Fortschritte. Wird jetzt kein Hauptprojekt, aber ich möchte mir jedenfalls vornehmen, das Bild Ende des Jahres fertiggestellt zu haben. Kann auch sein, dass es nicht fertig wird, aber so ist mindestens jetzt erstmal der erste Plan, der erste Gedanke zu dem Bild. Und da gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ja, und ich hoffe, dass wir auch bald mal das Bild dann bei gutem Licht sehen werden. Das war jetzt wieder so ein kleines Steinchen mit ein bisschen Mängeln. Solche Steinchen tue ich immer gleich rigoros aussortieren. Denn wenn man da so einen leichten Überstand hat, dann verschieben sich die Steinchen ein bisschen und dann ja, es ist halt einfach ein bisschen krumm und schief. Im Grunde kann man solche Steinchen manchmal auch wirklich legen, ne? Ohne dass sich da extremst was verschiebt. Aber ja, ich bin da einfach Monk. Das muss bei mir einfach passen. Das muss bei mir einfach schön aussehen. Ich muss damit einfach zufrieden sein. Ja. Aber das ist halt auch wirklich einfach bloß für mich, für meinen kleinen inneren Zwang sozusagen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Mir hat auf jeden Fall das heute richtig Spaß gemacht, ein Bild vorzubereiten. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir dann irgendwann, vielleicht in anderthalb Wochen, dann ein Chuck Pinson vorbereiten können. Das wird dann nämlich das nächste Kitting Up werden. Aber vorher wird natürlich das Unboxing von dem Chuck Pinson Bild kommen. Und ich hoffe, da freut ihr euch auch schon drauf. Das ist ja schon ein bisschen her, dass ich mir das Bild bestellt habe. Aber ich dachte mir, hey, ich mache das Unboxing wirklich kurz bevor ich dann auch mit dem Bild starten werde. Jo. Okay, ihr Lieben. Also, ich lege jetzt nochmal kurz den Stift zur Seite. Nochmal ein letztes Danke. Und wenn das Video euch gefallen hat, ihr wisst, ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann freue ich mich natürlich auch über ein kostenloses Abo von euch. Aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr hier auf Tora Fierswelt. Bis dahin, ciao und bis bald.